herzlich willkommen. So, okay. Tanja Makaric und Julian Glas. Hallöchen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. So. Das machen wir. Wir machen das locker. Du suchst auch gerne. Freue mich sehr, aus, dass ihr da seid. Das ist euer erster gemeinsamer Auftritt im Fernsehen. Ja. Also, ich finde, ihr hättet es euch nicht besser aussuchen können. Das stimmt. Okay. Wie viele Diskussionen gab es, wer mit wem spielen darf, mit welchem Teamkapitän? Also ich wollte auf Nummer sicher gehen. Nein, meine ganze Familie hat gesagt, der Elton ist auch sehr, sehr schlau, aber der Bernhard gewinnt wohl öfter. Dann hast du gesagt, das ist gar nicht böse gemeint. Glück, ne? Das ist nicht böse gemeint. Aber Julia, du fühlst dich doch bei Elton. Dafür ist der aber netter. Der Bernhard? Der Elton. So, also ihr seid ja sonst im Internet häufiger zu sehen und auch gemeinsam zu sehen. Ist das aufregend jetzt, wenn man plötzlich so im Fernsehen ja, sitzt? Ja, klar, ist mal was anderes. Es macht Spaß, wir freuen uns. Ja, absolut, wir freuen uns auch, das Publikum freut sich. Wir schauen jetzt, wie es in dieser Runde läuft. Kurz vor 7 am Montagabend sind wir normalerweise nicht zu sehen, heute Abend schon. Und wie gesagt, gleich sind es nur noch 24 Stunden, Bernhard und Elton. Dann haben wir die erste Stunde schon geschafft. Jetzt schauen wir aber noch mal auf die Publikumsverteilung. Soweit ich sehe und gehört habe, hat uns noch niemand verlassen. Hinter Tanja und Bernhard in diesem Falle sitzen nach wie vor 71 Personen. Hinter Julian und Elton sind es 51. Was machst du? Hält der Akku keine 24 Stunden oder warum haben wir jetzt ein Kabel hier drin? Ja, egal. So, ihr seid bereit? Ja, klar. Dann schauen wir auf die 12 Kategorien in dieser neuen Runde. Das war eigentlich erst für morgen früh um 4 vereinbart. Die 12 Kategorien sind Fernsehen, Clever, Wahnsinn des Tages, Supermarkt, Damals, Tierisch, das Fragezeichen, Einspruch, Fußball, Trick 17, Asien und Was passiert, wenn? Es bleibt dabei, ihr dürft loslegen. Jede richtige Antwort 500 Euro. Beide Teams haben einen Publikumsjoker. Und ihr dürft die erste Kategorie bestimmen. Sag es, aber wundere dich nicht über meine Reaktion. Fußball. Fußball. Moment, ihr habt Fußball genommen? Nein, nicht wir. Nein. Tanja hat Fußball genommen. Tanja hat Fußball genommen. Aber vielleicht kennt sie sich damit auch richtig gut aus, wer weiß. Ich finde es super. Komm, Fußball ist total Sport einfach. Cool. Geht Sport. Zwei Richtungen, ein Schiedsrichter, das kriegen wir raus. Okay. Die Frage. Direkt nach Abpfiff des Länderspiels Österreich gegen Dänemark im Juni 2022 beklagten sich die dänischen Spieler über A. das Flutlicht, das zu hell eingestellt war, B. die viel zu hart aufgepumpten Bälle oder C. ein Loch auf dem Spielfeld, das 30 cm tief war. Mein Schwager wüsste das jetzt. Dein Schwager wüsste das. Ja. Wir würden gerade das Team wechseln. Ja, das ist aber nicht der Schwager da drüben. Ich weiß, der wird jetzt reingeflogen. Ah, ich glaube. Was hast du denn für eine Verbindung zum Fußball, Tanja? Mein Schwager, der spielt sogar bei Österreich in der Nationalmannschaft Fußball und ist momentan bei Vancouver unter Vertrag. Okay. Vorher dann bei Schalke und ich weiß nicht, wo noch. Ich weiß nur bei Schalke. Okay. Na, dann sollte, dann ist er ja wahrscheinlich sogar dabei gewesen. Das kann sogar sein, ja. Das weiß ich gar nicht genau. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich auch nicht. Aber ich glaube noch nicht mal. Ne? Sag du, ich habe keine Ahnung. Sag du, ich hab also das Flutlicht, das eigentlich kann ich mir vorstellen. Die sind ja eh alle so ein bisschen, die meckern schon alle viel rum. Hast du gesehen? Die viel zu hart aufgepumpten Bälle. Meinst du, die sind so ein bisschen fünfschig? Ne? Die Fußballer? Das kann ich mir schon gut vorstellen. Nicht alle. Nicht alle, natürlich. Mein Schwager nicht. Ein Loch auf dem Spielfeld, das 30 cm tief war,
Das kann ich mir schon eher vorstellen wegen den, heißt es Stollen darunter? Ja. Und was das die kann unter, ja, Fußballschuhe haben. Genau, die Fußballschuhe darunter, die haben ja so. Ja, so aber nur so, 30 cm, das ist so viel. Meinen Sie nicht, dass das während dem Spiel auffällt, weil einer verschwindet? Also so. Oh, ich weiß nicht, also ich glaube, B würde ich ausschließen. Ja, A oder C? A oder C, ja, also ich habe gar keine Ahnung. Das Einzige, was ich würde rein vom Gefühl nach B gehen, aber ganz ehrlich, ehrlich? Du wolltest die Kategorie, du kennst dich definitiv mehr aus. Ich finde nur meine, warum ich, danach darfst du entscheiden. Dann ja, meinst du, Julian, wirst du es? Nee. Ich finde nur 30 cm, ein Loch, das 30 cm tief ist, das würde man vorher merken und da würde man was gegen tun. Das ist ja gefährlich. Telefonjoker gibt es nicht. Und das ihr könnt das Publikum fragen. Also und das Flutlicht, das zu hell eingestellt war, ich weiß gar nicht, ob man da groß viel an Helligkeit, das sind ja keine Dimmer-Packs, die man dann da so dreht. Die werden an- und ausgemacht. So, das ist ja so eine. Aber Bälle werden vorher aufgepumpt. Aber das ist, du entscheidest. Ja, aber zu hart ist doch gut. Wenn ein Ball zu hart ist, kannst du den noch fester schießen, oder? Das weiß ich nicht. Das kommt wahrscheinlich auf die exakt. Also ich sage mal so, um einen Extremwert zu sehen, wenn du eine Stahlkugel hast, die kannst du nicht fester schießen. Ist ja auch kein Ball, Bernhard. Ja, aber eine Kugel. Tanja. Du entscheidest. Ja. Ist es, ich finde, es, ich habe keine Ahnung. Du bist viel mehr im Thema drin. C. Okay. Also Entscheidung. Ich hätte es nicht C gesagt. Bitte, ich hätte aber auch nicht A gesagt. Der Bernhard ist bei Fußball ganz komplett raus, Tanja. Ich lasse dich das, Mann. Okay. Alles gut. C. Okay, erste Antwort, Antwort C. Hat Tanja ganz alleine gemacht. Ich muss ja auch die Verantwortung übernehmen. Ich bin immer noch für B. Ja, ich übernehme die Verantwortung. Das Fußball-Länderspiel zwischen Österreich und Dänemark in der Nations League im Juni 2022 in Wien endete 1:2. Trotz ihres Auswärtssiegs beklagten sich die dänischen Spieler nach dem Spiel. In Höhe des Mittelkreises hatte sich ein ca. 30 cm tiefes Loch aufgetan, das aber erst nach dem Abpfiff entdeckt worden war. So groß, dass ein Spieler mit dem kompletten Unterschenkel reinpasste und es eine hohe Verletzungsgefahr dargestellt hätte. Verantwortlich für das Loch waren starke Regenfälle in der Nacht vor dem Spiel, die zu einem Anstieg des Grundwassers geführt hatten und den Hohlraum entstehen ließen. Also falls dein Schwager jetzt zuschaut, danke. Tanja, falls dein Schwager zuschaut, ne, kann man ja auch die Mediathek kann man ja auch im Ausland schauen. Ne? Dann, genau, das machen die ja auch. Ja, bestimmt, gerade. Machen die jetzt. Ne? Ja. Also, ne, hat sie gut gemacht. Die ersten 500 Euro. Such dir was aus. Ich darf? Ja, gerne. Hast du keinen Favoriten? Doch, aber such du aus. Aber Fußball ist weg. Gott sei Dank. Tierisch, fände ich toll. Ja. Oh ja. Ja, hat's auch genommen? Nee, aber. Welches ungewöhnliche Verhalten eines Rotfuchses konnten spanische Forschende 2016 nahe eines Stausees dokumentieren? Oh je. A. Er ließ flache Steinchen über die Wasseroberfläche springen. B. Er tauchte mehrmals unter und holte Golfbälle vom Grund. Oder C. Er schnappte sich mehrere Karpfen aus dem See. Okay. Was ist denn gewöhnlich für so einen Rotfuchs? Julian, ein Rotfuchs, nicht Ray Fox. Was sagst du? Ich muss jetzt erstmal, also ich finde alles ein bisschen komisch. Er ließ flache Steinchen über die Wasseroberfläche springen. Wie macht er das denn? Ja eben, normalerweise, das ist ja Titschen, ne? Das machst du so in der Drehung, flache Steinchen und dann springen die darüber. Also das muss, wie soll das ein Fuchs machen? Würde ich jetzt erstmal ganz nach hinten stellen. Ja. Aber es ist halt ungewöhnlich. Er tauchte mehrmals unter und holte Golfbälle vom Grund. Das wäre auch sehr, also ich glaube, dass er die Karpfen, das war bestimmt so ein dann geplätschert, dann hat er sich die Karpfen so rausgeholt. Oder wenn meiner. Ja, aber das ist ja schon fast wie. Ja, okay. Ein Fuchs ist nicht unbedingt ein Wassertier, das stimmt. Und vielleicht hat er keinen Bock zu jagen und am Stausee sind viele Karpfen und dann war es einfacher, sich einen Karpfen zu schnappen, als irgendwie was anderes. Kann sein. Ja, warum sollten auch so viele Golfbälle drin liegen? Weil genau daneben ein Golfplatz ist. Ja. Also, dass viele Golfplätze da, Golfbälle da sind, das kann ich mir vorstellen. Aber warum holt er die hoch?
Also, was macht das für einen Sinn? Ja, aber wohl könnte auch sein, ne, wenn die dann da golfen und der taucht da die ganze Zeit. Ja, aber sehr ungewöhnlich. Fuchs tauchen schon mal komisch. Okay, da sind wir bei C, ne? Weil A finde ich ganz cool. Also, wie soll er das machen? Boah. Und was ist der Sinn? Wir brauchen eine Entscheidung. Ja, wir brauchen eine Entscheidung. Ich wäre für die Karpfen. Du wärst für die Karpfen? Aber sind denn Karpfen so Stauseetiere? Ja? Das ist auch eine gute Frage, aber warum nicht doch Karpfen? Entscheidung? Okay, wir nehmen C. Hm? Ich finde das gut, dass ihr euch beide auch direkt so einbringt, ne? Reinhaut hier, mitmacht. Antwort C. Am Valuengo-Stausee in Spanien beobachteten Forschende 2016 einen Rotfuchs im seichten Wasser des Uferrandes. Als er plötzlich damit begann, insgesamt 10 etwa 1 Kilogramm schwere Karpfen aus dem Wasser zu ziehen, waren die Beobachter sehr überrascht. Dieses Verhalten war bei Füchsen noch nie zuvor beobachtet worden und ist bei Tieren aus der Familie der Hunde nur bei lachsfischenden Wölfen in Nordamerika bekannt. Quatsch, ne? Na gut, wenn die da liegen, ist einfach zu fangen. Ja. Optimal. Sehr gut, Jürgen. Ersten 500 Euro auch für euch, aber Fuchsteufelswild war der. Fuchsteufelswild. So, beide Teams 500 Euro. Okay. Tanja? Wir nehmen Einspruch. Ist es erlaubt, Apfelreste einfach in die Natur, zum Beispiel auf eine Wiese oder in eine Hecke zu werfen? A. Ja, der Apfel verrottet in der Natur. B. Nur außerhalb geschlossener Ortschaften. Oder C. Nein, das ist eine Ordnungswidrigkeit. So, jetzt habe ich letztens genau das getan und dann im Internet gegoogelt, ob ich das überhaupt durfte. Oh, perfekt. Das ist sehr lustig. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Also, weil ich dachte nämlich immer, man darf das, weil das verrottet ja, wenn es einfach so. Aber das darf man nicht. So, jetzt ist nur die Frage, kann es sein, dass du das außerhalb einer geschlossenen Ortschaft, quasi wenn du im Wald bist, ob es dann egal ist? Boah, glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das sieht einfach auch, ganz ehrlich, es sieht ja auch asozial aus. Sieht assi aus, wenn da einfach jetzt... Das ist bestimmt, wenn du da was rauswirfst, ich würde auch... Ganz wichtige Frage, wie weit, wenn du einen Apfel isst, wie weit isst du den? Was ist am Ende noch über? Ja, die Kitsche. Also was jetzt die Kitsche ist? Ja, das Gehäuse. Ja. Ja, also das isst du nicht mit? Nee. Bei mir bleibt nur der Stiel übrig. Er ist alles mit, bis auf den Stiel. Und den gibt er mir dann Oh mein Gott. Oh mein Gott, er isst das Gehäuse. Oh. Ja. Machst du das bei Schnecken genauso eigentlich? Nein, natürlich sind alle keine Schnecken. Ja, würdest du auch. Ich wäre dabei C. Ich auch. Und wahrscheinlich darf man das, selbst im Wald darf man das nicht machen. Glaube ich auch. Sagen wir C. C, ja. Okay. Dann gucken wir mal, wo man die Kitsche hinwerfen darf. Obstreste, wie etwa vom Apfel, sind natürliche Produkte und verrotten nach einer gewissen Zeit. Trotzdem dürfen solche Reste nicht einfach in der Natur entsorgt werden. Das gilt als unerlaubte Abfallentsorgung und wird je nach Bundesland mit unterschiedlich hohen Geldbußen bis zu 100 Euro geahndet. Viele Äpfel sind zum Beispiel gespritzt und mit Schädlingsbekämpfungsmitteln besprüht worden. Diese Pestizide sind schädlich für die Umwelt und für Tiere, die die Reste womöglich fressen. Ja, es sieht gut aus. Also läuft. 1000 Euro, zweite richtige Antwort. Genauso. Das ist ja typisch Bernhards Hobby, ne? Ich habe was gemacht, habe ich gleich gegoogelt. Elton, sei froh, dass du nicht so bist. Was wollen wir nehmen? Komm, such du jetzt mal eins aus. Nein, mach bitte. Oh je, Supermarkt. Supermarkt, ja. Getränkehersteller können die deutsche Einwegpfandpflicht umgehen, indem sie A. Flaschen mit einem Volumen von 3,001 Liter verwenden, B. Biermischgetränke als Drinks ausweisen oder C. die Getränke zu einem Preis unter dem Flaschenpfand verkaufen. Ha. Können. Ha. Ja, C ist ja Quatsch, oder? Eigentlich ist B und C doch Quatsch. Also C, Getränke zu einem Preis unter dem Flaschenpfand verkaufen. Wollen da jetzt keine Werbung für machen, aber es ist so. Ja.
Aber hier mit 3 Liter, dann ist das Volumen einfach zu groß und dann passt nicht mehr in diese Pfandmessgeräte dann rein. Kann man... Ja, also... Oder? Biermischgetränke als Drinks ausweisen? Einwegpfandpflicht. Also das heißt, es sind Plastik. Das ist nicht Flaschenpfand, was mehrmals... Jürgen, geht ihr eher einmal die Woche in den Supermarkt und kauft dann so richtig viel oder eher... Einmal die Woche viel. So, Großeinkauf. Biermischgetränke als Drinks ausweisen? Nein. Also nur weil da Drinks draufsteht, glaube ich das nicht. Das hängt ja von... auch vom... Es ist ein Drink, habe ich auch noch nie gehört. Die Getränke zu einem Preis unter dem Flaschenpfand verkaufen. Das heißt, also wer macht das? Das macht, also, was ist denn, 15 Cent? 25, was ist so, oder? Was? Oder 15? 25 ist, glaube ich, die 25 und eine Bierflasche ist, glaube ich, 7 oder so, ne? Nicht? Der Bernhard weiß das. Aber unter 25 Cent verkauft doch keiner ein Getränk. Also auf Einwegpfandflaschen reinsteckt, darf ich die eigentlich, die 3-Liter-Flasche, darf ich die eigentlich hier reinstecken? Habe ich gleich mal gegoogelt. 10 Leute gewartet, bis ich das Ergebnis hatte. Aber 3-Liter-Flasche ist auch wirklich sehr selten. Ja. Was denkt ihr? Was sagst du? Ich muss sofort A denken. Ja, dann bin ich bei dir. Was, du auch? Ja, wir nehmen A. Okay. Oh je. Beide entscheiden sich für A. Und offensichtlich finde das Zustimmung im Publikum, zumindest auf dieser Seite. Seit dem 1. Januar 2022 wird auf fast alle Einweg-Getränkeflaschen aus Glas oder Kunststoff Einwegpfand erhoben. Damit wurde das Einwegpfand auch auf Getränke wie Fruchtsäfte ausgeweitet, die vorher von dieser Regelung ausgenommen waren. Wenn das Fassungsvermögen einer Getränkeverpackung allerdings weniger als 0,1 Liter oder mehr als 3 Liter umfasst, gilt die Pfandpflicht für Einwegverpackungen nicht. Mit 3,001 Liter Flaschen können Hersteller so die Einwegpfandpflicht also umgehen. Meistens ist das bei Softdrinks so, aber ganz selten auch bei Bier gibt es auch mal so Riesenflaschen. Ne? So, 1000 Euro bei beiden Teams. Nächste Kategorie. Wir nehmen Trick 17. Trick 17? Ja. Jetzt wird's interessant. Paketklebeband ist hilfreich, um A. die Stufen einer Holztreppe wieder zum Glänzen zu bringen, B. ein gekochtes Ei zu pellen oder C. Ceranfelder von Eingebranntem zu befreien. Das sind ja so diese typischen Lifehacks, die man sehr häufig in unterschiedlichen Social-Media-Kanälen sieht. Ja, also beim Eingebrannten... Ja, da kannst du ja auch immer so einen Spachtel, nimmst du da ja, ne? Ja, da gibt es spezielle Ceranfeld-Spachtel, die müssen sehr glatt sein, damit du keine Kratzer hast. Das waren jetzt ja richtig eingebrannt. Ja, und wenn es richtig eingebrannt ist, dann kannst du das nicht einfach so abziehen. Auch wenn so Paketklebeband echt gut haftet. Also ich weiß nicht, C. Also würden wir C ausschließen? Ja, oder? Okay, ja. Wir schließen C aus. C schließen wir aus. Ein gekochtes Ei pellen. Boah, das finde ich eigentlich nicht schlecht. Weil, also habe ich noch nie gehört und auch noch nie gesehen. Aber überleg mal, wenn es... Das heißt, ich mache erst die Schale kaputt und dann komme ich mit dem Paketklebeband, mache mir das um den Finger und dann... K- 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 oder ich wickle es drum aus und dann ist es weg. Oder obendrauf und nun... Also je nachdem. So, kann ich mir... Stell ich mir... Man kann mindestens einen Eierbecher draus basteln. Genau. Weil die Stufen einer Holztreppe wieder zum Glänzen zu bringen, es ist ja eher, dass sie stumpf wird, würde ich denken. Aber vielleicht ist damit auch gemeint... Ja, ich weiß zum Beispiel, ich nehme, wenn ich eine schwarze Hose anhab und dann habe ich Staub überall, dann nehme ich zum Beispiel Tesa oder so, mache damit halt sau. Ja, ist halt Quatsch, ne? Man kann dann auch einen Besen oder so nehmen. Weil so also wahrscheinlich wäre das eine Möglichkeit. Also eine glänzende Stufe, die voller Staub ist, kannst du mit Paketklebeband wieder sauber kriegen. Ja. Da fragt man sich natürlich, warum nimmst du keinen Lappen oder, genau, oder einen halt Sauger? Also damit kriegst du wahrscheinlich ganze Wohnungen staubfrei mit Paketklebeband. Ja, das ist völliger Quatsch. Ist nur, also. Die Frage ist, ob das, es ist hilfreich, aber nicht sinnvoll vielleicht. Ja. Aber mit dem gekochten Ei waren wir doch, also ich zumindest war, und du war, fandest es doch, fanden wir. Ja, nehmen wir B, oder? Allein schon, weil es lustig aussieht. Ja. Und je älter das Ei, desto leichter. Genau, genau. Perfekt. Ja. Ja, wir nehmen B. Ja, Bernhard, du solltest einen TikTok-Kanal machen, wo du so Trick 17 nachspielst. Nur Geräusche. Wie viel Zeit habe ich da immer pro? Zeit.
Das gekochte Ei wird mit einem breiten Streifen Paketklebeband umwickelt. Dann das Ei mit der flachen Hand über eine feste Oberfläche rollen, bis die Schale bricht. Nun kann das Klebeband vorsichtig vom Ei abgezogen werden. Die Schale bleibt am Klebeband haften und lässt sich so einfach ablösen. Dann mach das einfach so. Ich sag mal, so kann man machen, muss man aber nicht. Ich stelle jetzt schon 1500 Euro. Ich stelle jetzt schon für morgen früh für die 8 Uhr Sendung mein Frühstücksei, ja, mit, genau, Klebeband. Alle Fragen bisher richtig beantwortet. Heute ist aber nicht unbedingt die Umweltsendung, oder? Vorher wird kein Pfand, 3 Liter, genau, jetzt Paketklebeband für Eierpellen. Genau, Sachen wegwerfen. So, du darfst wieder aussuchen. Ich wieder. Sag mal, clever machen. Clever ist gut. Clever. Wer unter einer Hausstaubmildenallergie leidet, sollte A. seine Matratze ohne Lattenrost direkt auf den Boden legen, B. sich keine Zimmerpflanzen ins Schlafzimmer stellen oder C. elektronische Geräte nur über Steckdosenleisten anschließen. Also ich habe leider eine Hausstaubmildenallergie. Ja? Bringt mir aber jetzt irgendwie nicht viel. Ja, aber vielleicht kannst du was ausschließen. Weil da holt man sich doch Beratung, oder? Wenn man sowas hat, dass man das minimieren kann. Ja, ein Staubsauger einfach, der die Matratzen absaugt. Okay. Ja. Also, wo ist denn bei C? C verstehe ich gerade nicht. Wie soll das denn elektronische Geräte nur überstecken? Nur über Steckdosenleisten. Das heißt, du hast da eine 20er Leiste, da kannst du deinen Strom reinstecken. Warum nicht nur eine? Finde ich jetzt komisch. Würde ich erstmal nach hinten stellen. Ja. So, sich keine Zimmerpflanzen ins Schlafzimmer stellen. Bestimmt A, weil dann da drunter sonst Sauerstoff sein könnte. Ja, und dadurch leben die dann besser. Ja, das ist ein guter Ansatz. Das ist ein guter Ansatz. Was für ein Matratzentyp bist du, Julian? Es gibt ja also die Latex-Federkernmatratzen, Wasserbett. Keine Zimmer. Nee, Wasserbett habe ich noch nie ausprobiert, dann Federkern, ja. Und du? Ich bin eher Latex. Echt? Hm. Ist auch eine Hausstaubmilbenallergie? Nee, zum Glück nicht. Gott sei Dank. Dann könnte ich das hier nicht machen. Sei froh. Also bin ich, ich würde da mit dir gehen. Mit der Pflanze checke ich auch nicht so ganz. Ah, ist bestimmt, oder? Ist das was fürs Publikum? Oh, war das eine Hilfe? Nein. Ich frage das nur, weil das, damit ihr es nicht vergesst. Ja. Weißt du nicht, dass man den... Also C schließen wir aus, richtig? Ja. Ich keine Zimmerpflanzen. So. Keine Zimmerpflanzen ins Schlafzimmer stellen, weil... Also Hausstaubmilben ist ja das Problem, wenn die in den Matratzen sind oder auf dem Bett, in der Bettdecke. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die Pflanze jetzt was ausstößt, was jetzt irgendwie dafür... Wir brauchen eine Entscheidung. Entscheidung oder Publikum? Seine Matratze ohne Lattenrost auf den Boden legen. Kommen die denn nicht trotzdem dann die Hausstauben? Vielleicht ist es denn doch... Weil Sauerstoff ist doch trotzdem... Entscheidung, ja, oder Publikumsjoker... Aber da drunter sammelt sich ja dann wir Dreck. Sind heute da live. Fällt immer was dazwischen, weißt du? Also du bleibst bei. Ah, nee, was sagst du? Jetzt entscheidest du mal. Ich bin ja. Elton, nicht in alte Muster zurückfallen. Ah. Ja. Ah. Gut. Wir sind gleich zurück. Kurze Unterbrechung. Oh nein! Ah, endlich können wir das mal machen. Endlich, heute, wo wir live sind. Wir sind gleich wieder da. Nur so zur Info, die Zahl der Toiletten ist begrenzt. Nicht A. Ich meine, man soll... Bestimmt wegen irgendeiner Photosynthese. Und dann... Weil die Fotos sind, ich weiß aber nicht. Wie viel? Aber was sollen die? Nee, aber das ist ja auch, das ist ja gut. Aber guck mal, Stefan, wie lange bleibst du, Stefan? Welche Schichten hast du denn? Wie lange bist du hier, Stefan? Ist dann immer super viel Staub und Dreck. Wie lange du jetzt Schichtdienst hast? Bis 11. Und dann wird gemerkt, kommst du wieder? Bis wieder da.
Also vielleicht für alle, die uns jetzt im Livestream nach wie vor zuhören, können wir ja kurz erklären. Also außer Bernhard, Elton und mir ist keiner hier 25 Stunden am Stück im Studio. Unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen hier, ist kein Problem, wir können einfach durchlaufen. Unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen hier arbeiten alle Schicht, ne? Und dementsprechend halten wir natürlich die entsprechenden Arbeitszeiten ein. Und dem Publikum, die bleiben natürlich auch. Wenn du einmal eine Katze hochhebst und dann, wie heißt es nochmal, wenn man was zu hören ist? Das wäre vielleicht auch noch eine Frau. Ah, ist gut. Jetzt könntest du, wolltest du ein Foto... Tanja und Julian, können wir wollten schnell ein Foto, weil wir immer für einen von jeder Gästepaarung ein Foto machen. Kannst du ruhig reinkommen. Na? So, zwei Minuten. Wo fällt das runter? Ah, hier. Das macht sie. Genau, da reinstecken. Nee, guck mal, hier ist so eine Klemme. Oh ja, Essen, Trinken, verboten. Genau, das da. Genau. So, jetzt sitzt es. Achtung, einmal. Euch beide alleine nochmal, Julian. Einmal noch die beiden. Bitte. Sehr gut. So, geht gleich weiter. Hat auch jemand was Selbstgebackenes mit und so? Nee, danke. Ja, was habt ihr dabei? Möhren? Ach, Börek. Ich habe verstanden, Möhren. Deswegen habe ich schon. Man weiß ja nie. Ach, mal das aus. Ja, jetzt ist ja Werbung. Ja, klar. Ach so, dann mache ich das und Tanja, Julian, könnt ihr noch ein Foto mit ihr machen? Dann mache ich das schnell und dann eine Minute noch. Dann schreibst du mir auf Instagram und dann schicke ich dir das. Hm? Warte, ich warte kurz, bis hinten frei ist. Jetzt. Sehr gut, haben wir. Ne? Entweder du bleibst bis morgen Abend, dann kann ich es. Bitte? Ich gucke jetzt meinen. Ich habe keinen Handy hier. Ja. Ja, jetzt lass uns doch erstmal die wichtigen Dinge erledigen. Ich meine meine Mannschaft. Mein Team. Wenn jemand einen 30-Zentimeter dieses Loch in seiner Nähe. Sehr gut. Ja, ah, du hast geschrieben. Sehr gut. So ist das. Perfekt. Dann hat das ja geklappt. Alles klar, ich mach. Das kriegst du. Danke. Gerne. Ach, so kommt man an Kontaktdaten ran. Aber Elton, ich muss eins sagen, weißt du, die hat eben ihr Instagram aufgemacht, hat es mir gezeigt, hat aber nicht gleich auf Folgen gedrückt. Das fand ich sehr cool. Ja, verstehe. Muss ich mit? Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wer weiß denn sowas? Das 25 Stunden Live-Spezial. Wir sind jetzt gerade in der zweiten Stunde. Es ist 19.21 Uhr. Tanja Makatsch und Julian Klaassen sind bei uns zu Gast. Die beiden. Ich sag mal so, das lief gut bisher. Wir können auch die Gewinnsummen, die bisher erspielten Gewinnsummen vorne wieder auf den Pulten einblenden. Das kommt gleich wieder. Es geht gerade um folgende Frage. Wer unter einer Hausstaubmilbenallergie leidet, sollte A. seine Matratze ohne Lattenrost direkt auf den Boden legen, B. sich keine Zimmerpflanzen ins Schlafzimmer stellen oder C. elektronische Geräte nur über Steckdosenleisten anschließen. Das war die Frage, die ich gerade Julian und Elton gestellt habe. Und die beiden haben sich für Antwort A entschieden und wir lösen es auf. Was ist die richtige Antwort? Wer unter einer Hausstaubmilbenallergie leidet, sollte seine Wohnung und insbesondere das Schlafzimmer möglichst milbenfrei halten. Die nur etwa 0,1 mm großen Tiere bevorzugen ein warmes und feuchtes Klima, weshalb das Herabsetzen der Luftfeuchtigkeit bei der Bekämpfung entscheidend ist. Auf Zimmerpflanzen, die die Luftfeuchtigkeit erhöhen, sollte deshalb im Schlafzimmer und gegebenenfalls in allen Wohnräumen besser verzichtet werden. Jetzt wissen wir's. Antwort B ist die richtige Antwort. Es bleibt also nicht bei immer. 1.000 Euro. Ja. Jürgen, für dich, du hast ja gesagt, du bist Allergiker. Also insofern vielleicht noch mal überprüfen, was da für Pflanzen im Schlafzimmer stehen. Okay. Wir haben übrigens B gesagt. Für uns. Aber es nützt nichts. Ja, das mit den Pflanzen schon. Ja. Aber ihr beantwortet ja nur eure eigenen Fragen. Also das, wollte ich nur mal sagen. du musst aufpassen, Tanja, aber abgerechnet wird am Ende. Ja, ne? Das ist so. Ich jetzt läuft es gut bei euch bisher.
Ach Quatsch, ich gönne ihm das. Ja, du gönnst ihm das? Natürlich. Dass er verliert? Nein, nein, nein. Er gewinnt. Nächste Kategorie. Was wollt ihr? Asien wolltest Asien. Du? Mhm. Wollten wir. Welche Attraktion bietet der Changi Airport in Singapur seinen Fluggästen? Oh, das weiß der Julian. A. Jede Stunde wird am Check-in eine große Feuershow gezeigt. B. Sie können über eine Rutsche Richtung Abfluggate gelangen. Oder C. Am internationalen Gate finden Konzerte mit 10.000 Gästen statt. Der Changi Airport. Okay. Du guckst so intensiv darüber, weil Julian weil da schon weiß. War. Ja. Du warst offensichtlich noch nicht in Singapur. Nein, leider nicht. Ich würde rein von der Frage, es geht ja um die Fluggäste, denen eine Attraktion geboten wird. Und wenn da Konzerte mit 10.000 Gästen stattfinden, ist das eher, die Räumlichkeiten werden vielleicht für Konzerte genutzt und dann kommen 10.000 Leute, aber eben nicht. Also verstehst du, wie ich das meine? Deswegen würde ich das irgendwie ausschließen. C. C würdest du ausschließen? Ja. Und am Check-in ist eine große Feuershow, wird da gezeigt. Also abgesehen davon, dass das natürlich toll wäre, würde das, jede Stunde wäre echt viel. Und welcher Check-in? Die haben da bestimmt verschiedene Terminals. Ich kann mir B vorstellen. Nur Rutsche Richtung Abfluggate gelangen. Weil du hast ja oft mehrere Etagen und das ist nur so eine. Da musst du ja, kannst du eine Treppe gehen oder eine Rolltreppe oder einen Fahrstuhl nehmen, aber. Gibt es so ein Land, eine Stadt, Tanja, wo du unbedingt mal hin willst? Also jetzt so in naher Zukunft? New York. Ja? Ja, unbedingt. Das wäre mein Traum. Also du findest C am internationalen Gate finden Konzerte mit 10.000 Gästen statt, weil ich meine, da sind ja richtig viele Fluggäste. Und dann kann das schon sein, dass da. Das hieße da, also, das heißt, wir haben das internationale Gate. Da ist ein Konzert. 10.000 Gäste sitzen da und die Fluggäste laufen drumrum. Mhm. Kannst du dir gar nicht vorstellen? Nein. Okay. Dann vertraue ich dir. Was natürlich. Das heißt nicht, dass es davon keine Bilder gibt. Nur weil ich es mir nicht vorstelle. Aber das finde ich wirklich. 10.000 ist echt viel. Sie können über eine Rutsche Richtung Abfluggate gehen. Jede Stunde. Ich würde nur A auf jeden Fall. C vielleicht eher noch als B, als A. Also B oder C ist mein. Ja, okay, du warst von Anfang an für B, oder? Ja, was ist denn dein. Du bist für C aber gewesen, ne? Weiß ich nicht. Obwohl, das sind ja nicht die Amerikaner, die sind so verrückt, oder? So, wir müssen dann noch was einloggen. Ich bin morgen Abend noch zum Essen verabredet. Ich auch für heute Abend, aber die Gäste sind schon da. Du bist live zugeschaltet. Nein, wir sind hier. Lustig. Du hast gerade die Verantwortung, ich übernehme die Verantwortung auch. Wir nehmen B. Nehmen wir B. Die harten Bälle eben. Ja, wir schauen es uns an. Okay. Wir sehen es jetzt, die richtige Antwort. Der Changi Airport ist der internationale Flughafen des asiatischen Stadtstaates Singapur. Der oft zum Umsteigen genutzte Flughafen hat für seine Fluggäste einiges zu bieten, wie zum Beispiel einen Schmetterlingsgarten, einen Park oder einen Indoor-Wasserfall. Ein weiteres Highlight? Passagiere, die im Terminal 4 einchecken, können nach dem Passieren der elektronischen Ticketkontrolle per Rutsche zum Boarding gelangen. Hab ich schon gehört. Hat Emmy auch erzählt. Ich finde, das kann man machen. Super. 2.000 Euro. Alle Fragen bisher richtig. Was tun wir dann? Was passiert dann? Antwortet. Also ich bin nur nicht für damals. Sonst kannst du wirklich nehmen, was du willst. Was passiert, wenn? Ja. Das ist so interessant. Was geschieht mit einer Seifenblase, die im schwerelosen Raum erzeugt wird? A. Sie ist so stabil, dass sie einen Nadelstich aushält. B. Sie nimmt eine ovale Form an und dehnt sich um bis zu 50% aus. Oder C. Sie wird von anderen Objekten angezogen. Hätten wir doch damals genommen, oder? Naja. Sie nimmt eine Form an. Was geschieht mit einer Seifenblase, die ich glaube nicht, dass sie sich ausdehnt, Raum? Oder? Obwohl,
wenn du so eine jetzt will ich keinen Quatsch erzählen. Nee, schon gut. Ich habe nur eine Chips-Tüte gedacht. Wenn du im Flieger bist, ist ja nicht schwerelos, aber da dehnt sich ja auch was. Also schwerelos, Raumstation. Da macht man eine Seifenblase. Ich habe mal so einen Parabelflug gemacht, wo Schwerelosigkeit simuliert wird. Das war grandios. Hast du eine Seifenblase? Nee, leider nicht. Habe ich gerade daran gedacht. Das wäre eigentlich eine gute Idee gewesen. Schade. Ja. Also, sie nimmt eine ovale Form an und dehnt sich um bis zu 50% aus. Das glaube ich nicht. Was mit dem Nadelstich könnte doch sein, oder? Weil dann alles ja eh, die ganzen Gesetze da anders sind, die Nadel dann einfach da durchgeht. Warum auch immer. Was, hab ich nicht mal irgend so ein Experiment mit Herrn Gerst irgendwo gesehen? Ja? Die haben Seifenblasen gemacht. Vielleicht war es auch Professor Dr. Ulrich Walter, der davon erzählt hat, als er hier bei uns war. Nee, ich meine, das war der Gerst. Und der hat, also woran ich mich erinnern kann, ist, dass die nicht oval war, die Seifenblase. Ach, der hat auch eine Seifenblase gemacht? Ja, ja. Ach. Die war nicht oval und hat sich auch nicht ausgedehnt. Also B würde ich ausschließen. So, wurde die jetzt von anderen Objekten angezogen? Warum? Das statische Aufladung in einem... Das halte ich... Sie ist wahrscheinlich tatsächlich stabil. Die platzt trotzdem irgendwann. Die ist relativ stabil. Die platzt aber trotzdem irgendwann. Das hat er auch irgendwie erklärt, warum. Aber der ist nicht mit der Nadel irgendwie reingegangen. Ich bin aber trotzdem bei A. Ja. Du warst auch bei A, ne? Danach, ja. Nach deiner Theorie. Nein, das klingt super. Ja. Die Frage ist ja, bist du jetzt immer noch bei A nach allem, jetzt, was Elton jetzt gesagt erst hat? Recht, ja. Ja, jetzt erst recht. Das ist doch gut. Die Hülle einer Seifenblase besteht aus zwei dünnen Seifenschichten, zwischen denen Wasser eingeschlossen ist. Auf der Erde sorgt die Schwerkraft dafür, dass das eingeschlossene Wasser zum Boden der Blase läuft. Am oberen Ende wird die Hülle immer dünner, bis die Seifenblase schließlich platzt. In der Schwerelosigkeit ist eine Seifenblase deutlich stabiler, da das Wasser zwischen den Seifenschichten gleich verteilt bleibt. Unter diesen Bedingungen hält die Blase sogar einen Nadelstich aus, wie ein auf der ISS ausgeführter Versuch von Astronaut Alexander Gerst zeigt. Das Erstaunliche ist, sie platzt nicht. Man kann diese Sicherheitsnadel direkt in die Seifenblase stecken, ohne dass was passiert. Hoffentlich das Video, das du gesehen hast. 1500 Euro bei Julian, Klaassen und Elton. Wir haben noch Fernsehen, Wahnsinn des Tages, damals und das Fragezeichen. Wahnsinn des Tages. Warum musste 2022 eine auf der Kleeallee in Berlin-Zehlendorf neu eingerichtete Bus-Sonderspur per Gerichtsurteil wieder entfernt werden? A. Auf der Strecke fuhr gar kein Linienbus. B. Auf dem Antrag wurden drei Rechtschreibfehler gefunden. Oder C. Dort fehlte es an einer begründeten, besonderen Gefahrenlage. Was ist dein erster Gedanke? Ich hatte jetzt A gedacht. Jetzt kannst du laut sagen, was du denkst. Genau. Ich hätte auch sofort A macht als einzige Sinn. Ja. Dem also Rechtschreibfehler. Kann ich mir auch vorstellen, aber... So. Und es fehlt. Wir müssen uns an der Stelle auch mal bei den Berliner Behörden bedanken. Von denen wir sehr viele Fragen bekommen. Da hatten wir schon die ein oder andere Frage in der Kategorie. Ich habe manchmal das Gefühl, die sitzen Anfang des Monats und sagen, so, wir brauchen wieder was, wer weiß denn sowas? Wer denkt sich was aus? So, also. Und C, wenn ich überlege, was es für, das, der Grund für eine Busspur ist ja nicht, dass es besonders gefährlich ist für den Bus, sondern dann ist es A. Ich glaube auch A. Wir nehmen direkt A, dann haben wir nachher mehr Zeit. Genau. Wir heben uns die Zeit auf, T minus gleich 15E plus... Bernhard, wir haben Zeit, Zeit haben ja, das, wenn wir eins haben, ist es Zeit. Alles klar, Antwort A. Auf der Kleeallee in Berlin-Zehlendorf wurde im Juli 2022 aus ökologischen Gründen eine Bus-Sonderspur eingerichtet. Anwohner, denen so Parkplätze verloren gingen und die Staus befürchteten, klagten erfolgreich gegen den Sonderstreifen und bekamen per Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin im August 2022 Recht. Das Gericht sah die Voraussetzungen für die Einrichtung einer Busspur als nicht gegeben an.
Es fehle an einer durch die örtlichen Verhältnisse begründeten besonderen Gefahrenlage. Eine wesentliche Behinderung des Verkehrs oder merkliche Zeitverluste für den Busverkehr bestünden nicht, sodass die Spur rechtswidrig sei und wieder entfernt werden müsse. Ah, es ist Antwort C. Es bleibt bei 2000 Euro. Ihr könnt ausgleichen. Ja, lassen wir jetzt mal Fernsehen nehmen. Ja? Gucken wir alle. Fernsehen. Ja. Damit eine in Deutschland produzierte Kindersendung auch im US-amerikanischen Fernsehen gezeigt werden konnte, wurde A. aus einem rothaarigen Kobold eine Koboldine, B. der gelben Hauptfigur der Vorname Hallo gegeben oder C. das Reiseziel eines Tigers und eines Bären zu Kanada geändert. Ja. Das ist ja eine schöne Frage. Mit Kindersendung könnte man ja eine gewisse Expertise jetzt bei dir haben. Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich mir irgendwas einfällt. So ein Kobold und so eine Koboldine. Also A. Gesehen. Was? Aber wolltest du gerade ausschließen? Ja. Dann, ja. Weil, also es muss ja irgendwas sein, also gendermäßig ist Amerika, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist denen noch relativ... egal, in Anführungszeichen. Ich will jetzt nicht zu viel aushängen lassen, also dass man da einen Kobold, also dass man da aus Pumuckl eine Pumuckline macht, weiß ich nicht. So. Der gelbe Hauptfigur. Was ist denn, welche Kindersendung, wo ist denn die gelbe Hauptfigur? Und dann, der heißt dann Hallo. Hello. Ich kenne nur Hallo. Die Simpsons. Die Simpsons ist auch keine Kinderserie, ne? Vor allem nicht in Deutschland produziert. Was ist das? In Deutschland produzierte Serie, ja, die dann nach, also in die USA exportiert wurde. Hallo Spencer, aber der ist gelb. Welche Hauptfigur ist denn noch gelb im Kinderfernsehen? Damit. Eine gelbe Hauptfigur. Wollen wir das Publikum fragen? So, ich bin noch gar nicht bei C. Das ist doch gut. Oder? Das Reiseziel eines Tigers und eines Bären zu Kanada gehen. Das kann ja nur sein, oh, wie schön ist Panama. Jetzt ist die Frage, warum, was haben die Amerikaner gegen Panama? Ich kenne nicht mal die Serie. Oh, wie schön ist Kanada. Bei welcher Kinderserie hättest du dich jetzt besonders gut ausgekannt? Was wird gerade sehr häufig wahrscheinlich bei Paw Patrol. Was ist denn eine deutsche Kinderserie oder Kindersendung mit einer gelben Hauptfigur? Also ich würde auch das Publikum nehmen. Ich würde B oder C, ich würd A ausschließen. B würde ich... Ich habe halt das Problem... Was ist das Problem? Das ist... Oh, wie schön ist Kanada oder Panama? Wahrscheinlich ist es B, aber ich wüsste nicht, welche gelbe Hauptfigur es gibt. Okay. Wenn es jemand weiß, steht die Person dann auf, oder? Dann sollte ja. Also. Keiner eine Ahnung? Also wenn keiner von euch aufsteht, ihr müsst ja nicht aufstehen, keiner von euch aufstehen, müssen die beiden dann direkt einloggen. Aber ja, guck mal. Ist ja auch schön. So lernen wir uns ja nach und nach auch immer besser kennen. Moin. Wie heißt du? Sebastian. Woher kommst du? Aus Passau. Okay. Mit wem bist du hier, Sebastian? Ich wollte eigentlich zur Zeit kommen, aber das hat nicht geklappt. Und jetzt Mach ich's. Egal. Ich habe ja Spaß. Ja, und du wirst bestimmt ganz viele Leute jetzt hier heute kennenlernen in der nächsten Zeit. Ja, auf jeden Fall. Okay. Sebastian, was ist deine Antwort? Ich habe ganz dunkel im Kopf, glaube ich, dass Pumuckl in Amerika tatsächlich zu einem Mädchen wurde. Ich weiß aber nicht mehr warum. Okay. Irgendwas. Dann sind wir bei Antwort A. Ja. Okay. Pumuckl, keine Ahnung, kann es ja sein, dass es das im US-amerikanischen Fernsehen gibt. Sebastian, wir haben Antwort A eingeloggt. Hier kommt die Lösung. Von 1979 bis 2001 wurde die deutsche Kindersendung Hallo Spencer produziert. Anfang der 1990er Jahre wurden die Auslandsübertragungsrechte verkauft, unter anderem für die USA. In der US-Version gab es viele Änderungen im Vergleich zum Original. Zum Beispiel wurden die Folgen um ca. 7 Minuten gekürzt, damit sie ins Programmschema passten. Weil im Moderationsstudio, in dem die Hauptfigur Spencer die meiste Zeit zu sehen ist, der Schriftzug Hallo Spencer als Leuchtzeichen zu sehen war, wurde Spencer in Hello Spencer umbenannt.
So musste das Wort Hallo nicht erklärt werden. Ah. Aber deine Erklärung, dein Gedanke war gut, hätte es sein können. Ja. Sebastian, vielen Dank. Es bleibt bei 1.500 Euro, wenn man es dann sieht, wenn man es dann sieht. So, wir haben noch damals so das Fragezeichen. Das Fragezeichen. Mhm. Wer im Internet dem Phänomen des Orbiting begegnet, A, erhält nach dem Besuch von Shopping-Webseiten Spam-Mails, B, wird beim Online-Dating abwechselnd kontaktiert und ignoriert, oder C, tut sich schwer, nächtliches Surfen zu beenden. Das Orbiting. Hast du schon mal gehört? Boah, ganz, ich glaube schon. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat, weil zum Beispiel auf TikTok oder so. Ja. Genau, da gab es auch ein Wort dafür, weil man nicht aufhören konnte und jeder 3-4 Stunden irgendwie da dran war. Also Orbiting würde ich übersetzen mit, man kreist die ganze Zeit um eine Sache. Ja, tut dann ist doch, tut sich schwer. Nächtliches also du wärst Surfen bei zu, aber nächtliches Surfen, warum denn dann nicht, also Surfen zu beenden? Aha, interessant. Aber warum auf die Nacht beschränkt? Genau. Dann vielleicht höchstens die Idee, dass das Phänomen ist auf, vorm Einschlafen noch mal schnell schauen, was es gibt. Das habe ich ja bei Instagram, seit der Kai mich dahin geführt hat, in dieses Höllenloch. Na, so würde ich das jetzt nicht sagen. Dann nachts da kann man schon auch sehr viel Nützliches ja, und Spannendes erfahren. Ja, zum Beispiel den. Also Orbiting ist euch noch nicht untergekommen? Nee, mir noch nicht. Boah, ich weiß es gerade nicht. Wird beim Online kontaktiert und ignoriert, das ist doch eher dieses Ghosting, oder? Man wird kontaktiert, danach einfach ignoriert, ohne dass irgendwas wieder passiert. Da gibt es bestimmt. Erhält nach dem Besuch von Shopping-Websites Spam-Mails. Ich glaube, das nennt sich einfach Spam-Mails. Hast du Erfahrung beim Online-Dating? Nein. Online-Dating? Nee, ich hatte noch nie so Tinder oder so. Noch nie ausprobiert? Nee. Ja, ich weiß nicht. Also, erhält nach dem Besuch von Shopping-Websites Spam-Mails. Ja gut, aber wenn du bei Shopping-Mails, Shopping-Websites, Das ist doch Phishing oder irgendwann. Also, wollt ihr euch selber entscheiden oder fragen wir auch hier das? Also, wir sind doch beide für C am ehesten. Ja, ne? Eigentlich so, schon. Dann aber müssen wir uns ja gar nicht kirre machen. Das Nächtliche, das macht mich ein bisschen. Ja, vielleicht geht es darum, dass die Leute nicht einschlafen können. Weil ihre Gedanken kreisen und werden auch noch. Der Orbit kreist ja um eine Sache. Wir können, da wir eh noch das Publikum haben, das Publikum fragen und vielleicht weiß es da einer genau oder sagt, wir sollen C nehmen. Alles klar. Ja. Na? Dann, hier, ui, geht er schon. Ui, so, ui. Jetzt, oh, jetzt geben wir das. Ach du Liebe. Hallo. Wie heißt du? Ich bin der Tim. Tim, woher kommst du? Aus wir Köln. Nehmen ihn. Köln. Tim aus Köln, was sagst du? Was sagst du, Tim? Welche Nummer? Welche Buchstabe? Ja, das ist jetzt schon weg. Aber ich würde sagen C. Aha. Weil ich finde auch, wenn das um sich kreist, weil ist A ist Quatsch. Alles klar. Tim, ich löse schnell auf, ja, weil wir sind gleich mit unserem Fernsehpublikum hier an der Stelle am Ende. Aber wir wollen uns vorher die Antwort anschauen. Der Begriff Orbiting bedeutet übersetzt umkreisen. Er kommt beim Online-Dating vor und beschreibt das abwechselnde Kontaktieren und Ignorieren eines Datepartners. Nach einem erfolgreich verlaufenden Treffen meldet sich die Kontaktperson plötzlich nicht mehr. Doch sie verschwindet nicht komplett von der Bildfläche, sondern bleibt mit knappen Nachrichten sporadisch weiter in Kontakt. Sie umkreist den Datepartner wie ein Satellit. Vielleicht, weil sie sich noch nicht festlegen will. Wir verabschieden uns von unseren Fernsehzuschauern an der Stelle, aber im Livestream in der ARD-Mediathek geht es jetzt einfach immer weiter. Also switchen Sie schnell rüber in die ARD-Mediathek und dann sehen Sie auch, wie diese Runde ausgeht und wie es die nächste Stunde weitergeht. Uiuiui, das war knapp. Wir sind noch nicht am Ende der Sendung, nur für die Fernsehzuschauer. Ah, es bleibt bei 2.000 Euro. Es geht jetzt hier direkt quasi weiter. Wir sind jetzt nur noch im Livestream. Was heißt nur noch? Aber jetzt sind keine Fernsehzuschauer mehr. Also die Fernsehzuschauer sind jetzt nicht mehr da. Jetzt sind wir nur jetzt noch haben die gerade alle rübergeschaltet in die ARD-Mediathek. Ne? Und es bleibt bei 2.000 Euro. Es kommt tatsächlich aus dem Online-Dating. Und wir haben noch eine Kategorie für euch. Ja, wir damals. Freuen uns total auf damals. Vielen Dank. Schon
1897 wurden in London Online-Dating betrieben. A. E-Taxis vorgestellt, dann aber als zu kostspielig eingestuft. B. Mikrowellenherde verkauft, später aber als unheimlich angesehen. Oder C. Kabellose Telefone verwendet, danach aber als unpraktisch empfunden. E-Taxi ist ja ein bisschen sehr früh, oder? Also allein Auto und dann auch noch E-Taxi. Und dann, ja, ist natürlich kostspielig. Vorgestellt ja nur, ne? Ja, ja. Aber warum ausgerechnet ein Taxi? Also A finde ich auch ein bisschen komisch. Mikrowellenherde verkauft, später aber als unheimlich angesehen. Was heißt später? 2010. Aber unheimlich ist schon so ein spezielles Wort, als wäre genau was Spezielles vorgefallen. Na gut, dann unheimlich so von wegen Strahlung und macht mir Angst, weiß ich nicht. So, kabellose Telefone verwendet, dann aber als unpraktisch empfunden. Kann ich mir da irgendwie vorstellen, weil vielleicht, ganz blöd, ging die Distanz nur über von mir bis zu Kai. Und dann ist es natürlich unpraktisch. Warum soll ich Kai anrufen, wenn der genau neben mir steht? Ja. Außerdem rufst du eh nie an. Das stimmt. Und ich gehe auch nie ran, wenn jemand anruft. Ich hasse es, zu telefonieren. Aber es gibt einen Service tatsächlich, habe ich jetzt entdeckt. Die rufen, da gibst du an, du brauchst die und die Termine und die rufen dann überall für dich an. Das Problem ist nur, die musst du ja auch anrufen. Wo ist da der Sinn? Okay, also ich wäre irgendwie bei C. Ja, meinst du, wie haben die das hingekriegt? Naja, dass über bestimmte Schwingungen tatsächlich du kabelloses Telefon verwenden kannst. Aber wie gesagt, die Distanz macht keinen Sinn, weil halt die Entfernung, du kannst auch rufen theoretisch oder... Es war halt eine tolle Idee, aber es ist halt unpraktisch. Na gut. Ja? Hast mich überzeugt. Wir nehmen C. Gut, C ist festgehalten. Was gab's damals schon? Tatsächlich gab es in London schon vor 125 Jahren E-Taxis. 1897 verkehrten 50 elektrische Taxis auf den Straßen in Konkurrenz zu den gewöhnlichen Pferdedroschken. Sie waren von dem Ingenieur Walter Bursey entworfen worden, hatten eine Reichweite von 30 Meilen und eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 14 km/h. Die sogenannten Burseys oder Hummingbirds, wie sie wegen ihres Schöpfers bzw. der erzeugten Fahrgeräusche genannt wurden, galten jedoch nach ein paar Jahren als zu kostspielig und unzuverlässig. Um 1899 verschwanden sie wieder von den Straßen. Die Hummingbirds, die sogenannten Kolibris. Es bleibt bei 1500 Euro. Okay. Du musst mir nur sagen, ob du dich damit auskennst. Ja. Wir haben noch Wir haben keine Fragen mehr. Kai. Wir würden gerne das Fragezeichen noch mal machen. Die Spannung bleibt, ne? Jetzt hier mal nicht schlapp werden. Jetzt ich merke ein bisschen, du lässt jetzt die Spannung bei dir so ein bisschen eben noch voller Euphorie. Jetzt meinst du, ist es nur im Internet? Das kannst du auch mal weiter so gut mal moderieren wie vorher im Fernsehen. Okay. Was setzen wir? Ach nee, erstmal die. Das ist jetzt. Moment mal. Hey, Elton, das ist jetzt voll geil, die andere Zielgruppe. Jetzt. Jetzt trigger mich mal nicht so hart, Bruder. Ab jetzt. Vorher haben unsere Eltern zugeguckt, jetzt unsere Kinder. Wir schauen jetzt mal auf den Zwischenstand. Ja? Tanja und Bernhard haben 2.000 Euro auf dem Konto. Julian und Elton haben 1.500 Euro erspielt. Und so geht's jetzt ins Finale. Ja, jetzt können wir verdoppeln. Die Kategorie, aus der die nächste Masterfrage kommt, ist Flüsse. Oh. Ich hasse Flüsse. Ich hasse auch Flüsse. Ich hasse auch Flüsse. Kann ich dir sagen, er wird nicht viel setzen. Das kann man jetzt so auch. Bernhard, der kennt Flüsse. Das, was wir jetzt setzen, verdoppeln wir. Können wir genau. Das kennen nicht, aber... Das sind so Aussagen, die kann man nicht so hart treffen. Hass ist ein großes Wort. Hass. So, Tanja und Bernhard haben gesetzt. Geben. Und du kannst auch.
Na gut. Aber Julia, du kannst ruhig tippen jetzt. Du darfst jetzt auch Antwort tippen. Ja, Julian und Elton haben auch getippt. Hier ist die Masterfrage in Runde 2. Welcher dieser Flüsse fließt durch die meisten deutschen Bundesländer? A. Der Rhein, B. Die Saale oder C. Die Elbe? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Ruhe im Publikum. Genau. Das gleiche Antwort. Ja, ne? Beide Teams haben eine Antwort eingeloggt, mit Autobahn und das war falsch. Haben Geld gesetzt. Ja. Wir haben jetzt an der Stelle, das ist eben auch ein Unterschied zur normalen Sendung, Elton. Normalerweise kommt jetzt hier Werbung, haben wir jetzt natürlich hier nicht an der Stelle. Aber wir schauen vielleicht an der Stelle mal auf einen der beiden guten Zwecke, die du dir ausgesucht hast. Weil am Ende der 25 Stunden wird ja alles erspielte Geld verdoppelt und geht dann auch an guten Zweck. Die Tafeln sind eine gemeinnützige Organisation. Wir sind zu 100% spendenfinanziert. Es gibt 960 Tafeln in Deutschland. Und die Tafeln retten in Deutschland 265.000 Tonnen Lebensmittel jedes Jahr und gibt sie den Menschen, die sie am meisten brauchen. Die Tafelkunden sind bunt gemischt. Das sind einfach Menschen, bei denen am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig ist. Ich habe einen Sohn, der 25 Jahre alt ist und der hat 100% Behinderung. Und ich bin sein Pflegeperson und pflege ihn 24 Stunden. Und ich habe hier keine Eltern, keine Geschwister, keine Verwandte überhaupt. Ohne die Hilfe der Tafel, gute Frage. Ich persönlich blicke mit großer Sorge in den Winter. Wir haben in den letzten Monaten teilweise Neuzuwachs von 50%, die nicht wissen, wie sie ihre Wohnung wärmen sollen. Ja, Existenzängste habe ich. Wir haben schon von Stadtwerke zum Beispiel neue Rechnungen gekriegt. Die sind tatsächlich zu hoch, sehr zu hoch. Ja? Nur wegen einer gestiegenen Nachfrage haben wir natürlich nicht mehr Lebensmittel. Das heißt, es führt dazu, dass wir den Menschen weniger geben können oder einfach auch schlicht die Menschen nach Hause schicken müssen, ohne ihnen etwas geben zu können. Es ist auf der einen Seite mir natürlich sehr wichtig zu sehen, dass wir Menschen helfen können. Und man hat natürlich auch viele traurige Momente, wo man einfach sieht, man versucht zu helfen, aber es reicht einfach nicht. Hier in Hamburg hat 1994 die erste Tafel eröffnet und mittlerweile gibt es 962 Ausgabestationen, also wirklich eine richtig gute Bilanz. Also auch die Tafel darf sich freuen am Ende, morgen Abend, wir werden sehen. Und wir kommen jetzt hier zur Auflösung. Also beide Teams haben Geld gesetzt, haben eine Antwort eingeloggt. Jetzt wollen wir schauen, wie viel Geld wurde gesetzt? Tanja und Bernhard haben 2.000 Euro erspielt und davon gesetzt 1.500. Julian und Elton haben 1.500 Euro erspielt und gesetzt 1 Euro. Ah ja. Strategie. Kann auch eine Strategie sein. Euch muss man nichts erklären. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf C, die Elbe. Team Elton tippt auf B, Saale. Ich bin in Halle an der Saale geboren. Ja, das habe ich. Sachsen-Anhalt, aber das geht doch nicht mehr. Habt ihr mal durchgezählt? Beim Rhein sind wir auf 4 gekommen. Das stimmt sogar. Der Rhein, 4 Bundesländer, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Genau das haben wir gesagt. Bei der Elbe würde ich es rückwärts machen. Ja. Schleswig-Holstein, Niedersachsen an der Grenze. Hamburg. Vielleicht titscht das nochmal an Mecklenburg-Vorpommern und muss ja dann irgendwie rüber nach Polen. Und da liegt ja auch noch was zwischen. Deshalb sage ich 5 oder 6. Okay. Ach, da habe ich gar nicht dran gedacht. An Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Aber die Saale, wer weiß, vielleicht macht die... Kann ja passieren, Elton, ist ja schon spät.
Nein. Dann habe ich auch nicht gedacht, dass die an der Grenze. Freut euch nicht. Die Saale fließt durch Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt und die Elbe durch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Und damit gewinnen Tanja Makelitsch und Bernhard 3.500 Euro. Euro heißt für jeden von euch 49,30 €. Das kann man aber Glück haben. Also wenn es jetzt eine Fernsehfrage gewesen wäre, wäre ich komplett auf. Da waren schon Fragen, da habe ich die Frage, die Namen alle nicht bekannt, die gefragt wurden. So, fühlt sich gut an, ne? Ja, wie oft kriegt er das jetzt noch zu hören? Gar kein Mal. Ach komm. Nein. Ist sie wirklich so, dass sie... Er kriegt es nicht zu hören, aber zu spüren. Ne? Na, ist sie nicht so, dass sie das irgendwann noch mal... Irgendwann kommt sie doch bestimmt, weißt du noch, damals war, weißt du denn sowas? Ne? Nein, nicht, bestimmt nicht. Schön, das ist ja auch schön. Ne? So sind nicht alle Frauen. Ja, toll. Ja, damit sind wir am Ende der Runde. Vielen Dank an euch beide. Ja, hoffe, ihr hattet Spaß, wir hatten großen Spaß. Oder? Ja? Wir freuen uns. Das war hart jetzt für euch, eine Stunde ohne Handy. Das geht gerade noch, oder? Ja. So. Aber ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, jetzt auch heute Nacht oder morgen früh dann wieder auch reinzugucken, ne? Weil ihr wart ja dann dabei, ihr wisst, wie wir am Anfang ausgesehen haben. Ja? Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ein bisschen noch darauf hinweist und Werbung macht dafür, dass das Ganze hier im Livestream läuft. Und, übrigens aufstehen, sagt meine Uhr. Ja? Du sollst dich mal bewegen. Bei mir. Und komm gerne mal wieder vorbei. Vielen Dank, Tanja Makelitsch und Julian Klaassen. Ihr bleibt aber jetzt oder fahrt ihr jetzt irgendwie wieder? Ich weiß gar nicht genau. Aber wo kommt man her? Woher? Ja. So, geht direkt weiter mit der nächsten Runde. Also, da gibt's. So, wir sind ja jetzt im Livestream, ne? Das ist, wie spät ist es eigentlich? Kurz vor 8. Ne? Der Elton hat noch nicht einmal nach was zu essen gefragt. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber ich glaube, es kommt irgendwann was, Elton. Hast du was Spezielles bestellt? Nein. Wird hier irgendwann ein Grill reingerollt ins Studio oder so? Das wäre schön. Das wäre was. Du kannst alle fragen. Weißt du, okay. Wir haben damals so ein Video. Oh, das ist sehr nett. Da freuen sich die Kinder ganz doll. Stimmt. So, hier der Tanja, Julian. 2 und 4. Ja, perfektes Alter dafür. Ja. Nicht für die Kinder. Super. Die bleiben. Guck mal, wir können gleich unsere nächsten Gäste noch begrüßen. Ja, es ist ja noch ein Teil. Bernhard, ihr könnt euch ja privat dann auch noch mal treffen. Guck mal, nein, gar kein Problem. Entschuldigung. Soll ich sagen nochmal Danke? Sag's. Vielen Dank. Ach Quatsch, ist doch alles gut. Ja. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Und guck mal, da könnt ihr noch Hallo sagen. Ja. Ah, hi. Hier geben sich die glücklichen jungen Pärchen die Klinke in die Hand.